Leuchtturm war das letzte Projekt des Lordregenten, den ich übrigens auch schon getötet habe. Licht am Ende des Tunnels. Die Anführer der Verschwörung der Kaisertreuen haben sich in einem monumentalen Leuchtturm verschanzt, dem letzten Militärprojekt des Lordregenten. Dort halten sie Emily fest, während sie versuchen, die Stadt noch fester in den Griff zu bekommen. Es ist an der Zeit, ihnen gegenüberzutreten und über deren Schicksal sowie die Zukunft von Dunwall zu entscheiden. Weiter! Mein lieber Samuel. Diese Insel ist ein einziges Chaos. Sie haben wohl gekämpft. Vielleicht um Emily kurz nach der Landung. Ich wette, der Admiral hält sie irgendwo im Leuchtturm gefangen. Wenn Pendleton die erste Runde verloren hat, hat er sie vermutlich irgendwo verschanzt und ist dabei, sich zu Tode zu trinken. Ich vermute, dass Martin den Leuchtturm belagert. Jetzt wenden sich die beiden gegeneinander. Aha. Der Admiral ist also machtgierig, Martin eine falsche Schlange und der edle Lord Pendleton ein Feigling. Und Sie, Corvo, bei allem, was Sie getan haben, Sie könnten der Schlimmste sein. Ich bin nicht der Schlimmste. Ich bin lieb. Ich habe auf meinen Reisen mit Ihnen viel gesehen. Und jetzt runter von meinem Boot. Okay. Ehrlich gesagt wünsche ich Ihnen kein Glück. Arschloch. Ihre Entwicklung gefällt mir nicht. Sie sind nicht besser als diese Verräter. So. Ich habe das jetzt getan, so zur Erklärung. Er hätte jetzt hier in der Luft rumgeschossen und hätte mich hier verraten, weil ich ja nichts besser bin als die alle hier. Samuel ist nämlich genauso ein Arschloch wie alle anderen auch. Und ich will mal kurz nach den Rutschenken. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal einen Schuss ins Gesicht verpasst. Oh, holen wir uns mal Beherrschung. Damit kann ich nämlich jetzt, mich in den Körper von Ratten hineinversetzen. Und mich hier so ein bisschen durchs Level schleichen. Das ist hier, denke ich mal, ganz angenehm. Sofern die hoffentlich auch Ratten rumrennen. Aber wir laufen jetzt mal ganz gechillt außen rum. Ich nehme meinen Teleport mit. Ich arbeite ungern mit den Shortcuts, wie ihr seht. So, ganz gechillt. Einmal außen rum. Strandseitiger Eingang, hafenseitiger Eingang. Noch weiter außen rum. So. Nein, hier ist niemand. Alles okay. Alles gechillt. Lebt dein Leben, mein Freund. Wir chillen hier erstmal eben kurz. Ist die sich wie Upsala ein bisschen abreagieren. Ich hätte vielleicht auch noch einen Betäubungspfeil. Aber ich warte mal eben lieber, weil wer weiß, wie viele Gegner noch kommen. Voilà. So, hier oben sind welche. Da ist der eine Macker. Ich schleiche erstmal ein bisschen hier unten lang. So, da hinten sehen wir auch welche. Sind wir jetzt mal ein bisschen darauf zu verbeißen, mit einem Loch im Boden oder sowas. Hier komme ich schon mal rauf. Ups, nicht ihr halt Dice hier. Wobei doch, ich werde erstmal kurz gucken. Die ist nämlich gerade ein bisschen Traffic. Aber der ist noch eine Ebene da drüber. Cool, da kann ich rauf. So. So. Schauen wir uns erstmal eben um. Hier rennt hier irgendwo eine Ratte rum. Ich habe jetzt extra Beherrschung geholt. Kurz gucken. Wo ist hier eine Ratte? Ich sehe kein einziges blödes Randvieh. So, hier oben ist so ein blöder Orgelspieler, die blockieren meine Zauberkräfte.
Das soll irgendwo eine scheiß Ratte sein. Mal gucken, bis hier ein bisschen Ruhe ist. Weil hier ist gerade ziemlich Ruhe. Da war eine Ratte, glaube ich, irgendwo. Da. Komme ich mit Beherrschung durch die Wand durch? Nee. Gut, wenn wir erstmal da rauf müssen und dann weiß ich zumindest schon mal, wo die Ratten sind. Erstmal schauen wir uns jetzt um, dass hier noch ein Mensch rumrennt. Jo, da ist nämlich noch der blöde... Oh, der ist hier auch noch. So, Orgelspieler rennt gerade weg. Den kann ich mir mal eben krallen. Ah, gut, der geht jetzt auch weg. Ich will aber eben noch mal einmal schnell die Lage checken. Ich bin hier jetzt mal ein bisschen vorsichtig, Leute, aber das muss auch mal eben sein. Gut, jetzt kann ich rauf. Es ist das letzte Level, die Gegner sind Akku hoch 10. So, jetzt kann ich mich in die Ratte reinversetzen. Ich will nur überlegen, wo ich dann langlaufen muss. So, hier ist so ein Ratteneingang. So, kann ich noch weiterlaufen? Als kleine Ratte. So. Erstmal Lage. Komme ich hier irgendwo rauf? Warten wir erstmal ab. Einen Moment warten. Okay. So, ich glaube, ich irgendwie hier raufkomme. So, sind wir schon mal rüber. Das heißt, wir sind schon beim Hof drinne. Schon mal der erste Anfang. Sie enttäuschen mich, Mann. Warum kommen Sie nicht her und regeln das wie ein echter Mann? Außen ist toll hier oben. Ich bewege mich nicht. Spielen Sie jetzt nicht den Helden, Sie wertlose Missgeburt. Holen Sie mich doch, wenn Sie so stark sind. Dämliches Blaublut. Mal sehen, wie Ihnen das gefällt. Warten Sie, Blindschleiche. Jetzt zählen Sie doch mal. So, das ist schon mal Martin. Dann werde ich mich erstmal zurückziehen und überlegen, wie wir in das Wachhaus kommen. Ich brauche etwas Ruhe. So, Martin haut erstmal ab. Seine Wächterkumpels sind hier, aber jetzt kann ich mir eigentlich wieder eine Ratte krallen. Und mit der Ratte wieder ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Aber wir lassen erstmal noch ein bisschen die Situation sich ein bisschen auflockern. Dass die Leute mal alle erstmal schön in irgendeine Ecke verschwinden. Wir haben Zeit. So, der hier ist jetzt alleine. Den können wir uns jetzt krallen. Na gut, erstmal abwarten. So. Hier oben ist alles voll. Martin ist aber gleich ganz oben. Aber, wo sind meine Rattenfreunde? So, rennen wir mal Martin hinterher. Schon eine übelst geile Fähigkeit. So. Wo ist denn Martin jetzt hin? Den muss ich mir mal kurz krallen. Leider Gottes. Ich gehofft, ob ich ein bisschen unbeschadet durchkomme. Aber solange der keinen Stress macht, soll er da von mir aus an der Ecke rumpillen. Scheint nämlich nicht weiterlaufen zu können.
Gehen wir mal weiter. Oder holen wir uns jetzt den Typen? Na, sonst nehmen wir zu krallen. Dann haben wir hier schon mal von dem Typen Ruhe. Weil das stört mich, dass er mir hier so im Nacken hängt. So. So, kann ich hier irgendwo rauf? Nee. An ihm vor. Ich glaube, ich bringe ihn um. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Ja, natürlich. Was geht da oben vor sich? Verdammte Kacke. So, immerhin Martin ist tot. Ich speichere mal eben fix. So, weiter geht's. Ups. Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen aus. Dann gehen wir mal hier außen rum. So. Da hinten ist einer. Die kann ich auch mit Betäubungspfeil holen. So, es wird jetzt schon mal ruhig. Und los geworden. Gibt es noch nichts Wertvolles? So. Einmal hier kurz hier ein bisschen in den Schatten untertauchen. Wenn wir Lage checken, weil da hinten rennt einer rum. Oh, da rennt auch einer rum. Hohoho. Ho. Ich habe einen Betäubungspfeil bereit. Aber der ist anscheinend wieder umgedreht. Ist hier keine Ratte irgendwo? Oder? So, ich warte mal wieder, bis es sich hier ein bisschen auflöst. So. Der geht schon mal da weg. Das heißt, ich habe schon mal nur noch den hier. Hoppala. Der haut jetzt, wie es aussieht, auch ab. Ich versuche mal da oben rauf zu kommen. Da am Fenster ist einer. Ist das mies. What the fuck? Da muss man mal schnell ein bisschen fliehen, da kam ein bisschen spontan aus der Ecke raus. So. Gut, die Ratte übernehmen wir jetzt nicht so clever, aber den Typen holen wir uns.
Hier könnte ich, glaube ich, mit der Ratte durchlaufen. Wo war jetzt mal Ratten? Nur da vorne. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Natürlich musst du jetzt genau jetzt um die Ecke kommen. Aha, jetzt höre ich dich. Zertreten wie eine Kakerlake. So, wir warten ab. So, jetzt müsste ich mir eigentlich die Ratte holen können. Wenn er zurückkommt, verdiene ich mir noch eine Befehl. Dann gehe ich hier durch diesen Rattengang durch. Gut. So, holen wir uns den Typen. Und dann haben wir Pendleton hier für uns alleine. Corvo, ich wusste, dass Sie kommen würden. Aber Sie sind zu spät. Ich sterbe bereits ohne Ihre Hilfe. Ein Streifschuss. Woher auch immer. Was hätte ich Ihnen noch anbieten können? Geld? Ich bin pleite. Frauen vielleicht? Jeder weiß von Ihrer Affäre mit der Kaiserin. Sie mögen Edelfrauen? Sie sollten meine Cousine Celia treffen. Immerhin habe ich Martin überlebt. Gute Herkunft steigt immer nach oben. Kommt noch was von dem? Hat sie verdient zu brennen. Gehen wir weiter hoch. So, wo ist jetzt das letzte Missionsziel? Da oben, der Aufzug. So, ganz in Ruhe jetzt. Da ist auf jeden Fall schon ein beschissener Blitzturm. Ich hasse die Dinger. So, auf dieser Mittelebene hier lang. So. So. Der grillt jetzt hier die oben. Also für die, die es nicht verstanden haben, ich habe jetzt hier gerade die Funktionsweise des Blitzturms umgekehrt. Dass er jetzt nicht auf mich losgeht, sondern auf... die anderen. Na komm her, betäuben wir mal. So. Ich hab überhaupt mich hier daneben zu teleporten. Mal gucken, ob hier oben noch was ist. Mein lieber Blitzeturm. Die beiden schlafen seelenruhig. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin hier durchgekommen, ohne auch nur irgendeinen zu töten. Aber zumindest wenig getötet. So, wo ist denn der Eingang hier? Gut, gehen wir erstmal hoch.
Und gehen wir zum Leuchtturm. Und hier im Leuchtturm kommt es jetzt zum Showdown. Mit dem neu ernannten Lordregenten, der meine Emily entführt hat. Und wie ihr gerade gehört habt, hatte ich eine Affäre mit der Kaiserin. Ich stehe auf Edelfrauen. Rette Emily, betritt den Leuchtturm. So, Pfeile. Ziemlich hoch, das Ding. Der leuchtet bestimmt ey, bis nach Afrika. So, erstmal speichern wir mal im Fix. Ah, kann ich gerade nicht, weil wahrscheinlich jetzt eh Autosave kommt. Ja, der speichert gerade. Ja komm, machen wir nochmal einmal schnell die Semtex-Methode hier zum Ende. Auf hier. Ich will mich ja noch ein bisschen rächen. Lag hier noch irgendwas? Nee, ne? So. So, ist der auch weg. So, sind wir im Leuchtturm. Gut. Havelock hat Emily. Ich muss jetzt irgendwie das Mädel befreien. Ruhig jetzt! Und beweg dich endlich, Kind! So. Da hat er die Emily in den Finger. Die Seuche holt uns alle. Ich hätte dich auf deinen Thron beraten können. Aber ich glaube, ich kann da drunter lang. Ich soll relativ safe an das Mädel rankommen. Kann ich hier rauf? Das Mädel lebt noch! Ich habe immer gewusst, dass du kommst. Du bist mein Held. Die anderen sind alle tot, oder? Ist in Ordnung. Ich hätte eh alle hin. Ich hätte eh alle, das Mädel gefällt mir. Sein. Samuel, der blöde Hund, ist auch tot. Ruhig mein Gewissen. Ja, wir haben sie gerettet. Chaos-Faktor war zwar immer noch hoch. Aber egal. So, meine lieben Freunde. Das ist das Ende.
Tadadadam. Und Emily lebt noch. Es ist zwar nicht das schönste Ende von allen. Ich hätte wesentlich weniger töten können, aber es ist immer nicht das Schlimmste von allen. Und jetzt lauschen wir dem Outsider. Dass die Tochter einer ermordeten Kaiserin über einen Berg von Leichen ihren Thron besteigt, getragen von einem Attentäter namens Corvo? Nein. Sie werden berichten, dass Emily Caldwin die Erste in einer Zeit des Schreckens und der Korruption an die Macht kam und dass sie in einer Welt ihr Bestes tat, die weder gut zu kleinen Mädchen noch zu Kaiserinnen ist. Aber ob die Geschichten, als ob ich an Sam jetzt Grab trauen würde. Sie wird sich an dich erinnern, Corvo. Ach, da bin ich mittlerweile tot und Emily ist schon eine alte Oma. Also Leute, es läuft jetzt gerade abspielen im Hintergrund, ihr könnt mal angucken, was für tolle Leute alle da mitgemacht haben. Ich muss sagen, Dishonored, ein absolut geiles Spiel, hat mir tierisch Bock gemacht, es für euch und mit euch durchzuzocken. Was heißt mit euch, ich hab nicht mitgespielt, aber ihr wart hier mit dabei. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, auf was für ein Let's Play ihr Bock hättet, was jetzt so noch an neuen Games rauskommt, wo ihr wirklich scharf drauf seid. Es tut mir wirklich leid, dass es diese lange Dishonored-Pause gab. Ich hoffe mal, es war danach wesentlich besser für euch zuzuhören und zuzuschauen. Es hat euch ab dann besser gefallen. Ich wäre auf euer Feedback einfach mal gespannt. Emily ist gerettet, ja. Es ist nicht, wie gesagt, das optimale Ende. Aber es ist immerhin, sie ist Kaiserin geworden. Ich bin in Ruhe gestorben, sie hat um mich getrauert. Wir haben hier erstmal wieder richtig aufgeräumt. Und das hier schon mal was. Ich habe auch schon ein ganz anderes Ende in dem Spiel erlebt. Da ist nämlich die ganze Stadt vor die Hunde gegangen. Alles wurde von Ratten zerfressen. Und ich bin auf irgendeinem Schiff in eine fremde Stadt gegangen. Ich würde mal sagen, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin an der Stelle mal raus. Bis denn, euer Mr. Semtex.